Ja, das ist ja meine Maloberfläche, wo heute ich so ein bisschen mal trainiere. Ja. Das Malen mit der ja, man kann das ja so machen, dass man jetzt einfach diese Maloberfläche, was man da hat, das habe ich vorher. Das kann man ja auch immer wieder übermalen. Das will ich mal kurz zeigen. Nützel. Ich habe ja hier diesen berühmten Palettendreck. Da kann ich mir, nur wenn ich jetzt zum Beispiel was Helles haben will, eine helle Farbe, also hole ich mir das halt aus der Ecke raus, mit der mache den Pinsel recht dick, mit Farbe voll und mache dann hier Farbe drüber. So, das ist auch noch gar nicht so richtig getrocknet, der Untergrund, aber das macht nichts. Ich mache das jetzt so drüber und mal dann über diesen neuen Untergrund den Goldbarren. Ich mache es vielleicht noch ein bisschen blauer. Dass man ein bisschen einen dunkleren Hintergrund hat. Das ist natürlich bei Gold nicht schlecht. Das Problem ist immer, wenn man hell auf hell malt, dann hebt sich das halt nicht so richtig ab, was man da malt. Und dann, ja, sieht das schon wieder schlechter aus. So, ich kann das hier auch noch ein bisschen mehr mit Blau zumachen. Also einfach ein bisschen dunkler machen. Und jetzt, wenn ich da das Gold drauf mal, male ich natürlich auf einen feuchten Hintergrund. Ist aber nicht so schlimm. Kommt darauf an, wie ich male. Ich mache jetzt auf alle Fälle mal das noch so, dass ich jetzt hier mit der Spachtel vielleicht nochmal durchgehe kurz und das ganz Nasse vielleicht ein bisschen abschab wieder. Das Abschaben, das ist ja eine Technik, die wird ja sehr oft verwendet. Also hat Gerhard Richter ja viel verwendet. Es gibt einen Maldozent, der hieß Grützke. Der hat seine Bilder immer, nachdem sie fertig waren, quasi erstmal wieder abgeschabt. Ja, so kriegt man dann auch Tiefe in das Bild. Durch dieses Abschaben kriegt man immer wieder neue Farbschichten in den Hintergrund und alles, was ich dann drauf male, ja, hat halt dann diesen tiefschichtigen Hintergrund und wirkt dann immer gar nicht schlecht. Gut, so, ich habe jetzt den Hintergrund noch ein bisschen erweitert. Das Ganze ist ja eine Maloberfläche von 24x30. Dass man hier noch etwas durchsieht nach hinten, das ist nicht tragisch. Das tut sich, ja, das macht sich vielleicht dann letztendlich gar nicht so schlecht. Ja, was soll es denn werden? Ich habe da oben mein iPad hier auf die Staffelei gestellt und das soll es im Prinzip werden. Ja, da sieht man, da haben wir ein bisschen zu tun. Die Schrift, die lasse ich, denke ich mal, erstmal weg dann. Es geht ja nur um die Darstellung der Goldoberfläche. Und ja, ein schöner Barren, 20 Gramm. Also bei dem Barren, das sieht man hier, relativ dunkel. Aber das ist ein dunkleres Grün. Ja. Also das, ich habe ja schon gesagt, das heißt, bei Gold ist immer Grün dabei. Also hier grün, dann hier ist ein ziemlich dunkles Braun. Hier ist lichter Ocker, bisschen schmutzig gemacht hier überall. Und das ist halt die zentrale Fläche. Ja, das sieht mir nach Zitronengelb aus. Also jetzt haben wir Zitronengelb, dann haben wir etwas Grün und dann haben wir Umbra gebrannt, denke ich mal, kann man verwenden. Hier wichtig der glänzende Punkt da, der Lichtreflex. Ja, das wäre es dann schon. Und hier noch ein leichter Schatten. Muss man mal schauen, ob man den auch andeutet. Also es geht ja jetzt nur um die
Goldfarbe, wie man die aus den Farben, die wir so haben, zusammenmischt. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich diesen Barren auf den Malgrund? Also, ist ja eine gewisse perspektivische Leistung auch. Jetzt gehe ich mal her. Erstmal muss man überlegen, mit welcher Farbe male ich denn vor. Also ich muss schon eine gewisse Struktur von dem Gegenstand haben. Das heißt, ich male da mal kurz vielleicht mit lichten Ocker vor. Also ich habe mir hier die Farben hingelegt, etwas Türkis oder ein anderes Grün, egal. Dann Zitronengelb, dann Umbra gebrannt und lichter Ocker. Okay, und mit dem lichten Ocker mache ich jetzt vielleicht mal die Umrisse. Jetzt zeige ich mal, wie man sowas macht mit den Umrissen, weil es eine gewisse Perspektive hat, ne? Also ich gehe zum Beispiel her und nehme den Pinsel und lege den Pinsel jetzt mal an die rechte Kante an. So. Ja. Und dann gehe ich runter zu meinem Malgrund, lasse das so in der Hand, quasi diese Stellung. Gehe her und mal quasi so runter. So war meine Pinselstellung. Ja, das reicht schon so. Das muss jetzt nicht so super exakt sein. Es kommt nur darauf an, dass es im Prinzip so diese hier so, ja. Und wenn ich hochgehe, das vergleiche, dann bin ich so. Das ist okay. Man sieht also, das ist wichtig, mit der Handstellung oder mit der Pinselstellung kann man das ganz gut übertragen. Dann nächste. Machen wir hier die obere Kante. Ist auch so, von der Perspektive her ist ja richtig. Ne? Das ist ja hier im Prinzip die gleiche Strecke wie hier. Also gehe ich jetzt hier wieder runter und muss jetzt so ein bisschen schätzen, wie dick soll denn der Barren werden. Das mache ich halt mal so. Das kann ich ja dann immer noch korrigieren. Das ist jetzt nur im Prinzip, dass ich hier die Perspektive übertrage. Weil, wenn ich das jetzt ganz falsch machen würde, man sieht die Kante oder diese obere Kante, die geht so. Es gibt Leute, die machen das dann so. Und dann macht das Gehirn dann nicht mehr so richtig mit. Das sagt dann komisch. Also ich gehe her, mache das so und gehe wieder runter und bleibe mit der Stellung so und zeichne das dann so hoch. Ja, jetzt habe ich es also so, dann gehe ich nochmal nach oben und sieht man, das passt. Jetzt habe ich hier die obere Kante gemacht und ich habe ja hier auch die obere Kante genommen und hier auch. Und jetzt gehe ich mal vielleicht dahinter und nehme mir diese hintere Kante her. Ja, die lasse ich dann so. Dann gehe ich da runter und mache das so. Wie weit ich da runter gehe, das ist geschätzt. Das ist aber nicht so tragisch. Jetzt diese Kante und die da unten, die laufen parallel. So ist es auf dieser kurzen Distanz. Und die geht ein bisschen dann so um die Ecke und hier wieder rauf. Schauen wir mal, ob wir es getroffen haben. So ist die untere Kante und so ist es da auch. Ja, es ist ziemlich gut. Und jetzt muss ich die hintere Sache hier noch hinkriegen. Das ist nicht so tragisch. Dann gehe ich einfach her und mache so. 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 Und diese hintere Kante, die geht so, die geht
Nicht so, ja. Es gibt Leute, die malen das so. Und dann gibt es auch wieder Stress mit dem Hirn. Also man muss es so malen. Ja, jetzt habe ich keine Farbe drauf gehabt. War nicht so gut. Jetzt nochmal. Also so. Und dann gehe ich wieder runter. So. Und dann sehe ich hier, das geht so. Ja, und dann geht es sogar noch so rüber. So. Und dann sehe ich, dass da hinten, das können wir nicht brauchen, macht aber nichts. Das können wir einfach übermalen. Das kann man ja dann später so übermalen, wie man will. Ist ja jetzt hier nur testmäßig. Also es ist im Prinzip meine Übungsmalgrund. Ja. Und jetzt kann man gucken und schauen. Also man kann das dann noch natürlich alles anpassen. Ob das jetzt hier so ganz okay ist, das ist die Frage, aber da kommt ja dann sowieso noch mehr so diese Schatten rein, ja, und so weiter. Also das sieht man dann nicht so unbedingt als Ecke, da wird es dann dunkel noch und so weiter, da wird es auch dunkel. Also das kann man auch dann jetzt, könnte man jetzt alles schon vormalen, aber das lasse ich jetzt mal so. So, das sind so diese Sachen, die ich jetzt hier noch kurz reingemacht habe. Diesen Bogen, dann das da und das hier so ein bisschen, ne? Ja. Okay, jetzt würde ich sagen, dann gehen wir dran und machen jetzt vielleicht mal, egal was man machen will, aber vielleicht machen wir diese Fläche da erstmal, die Zitronengelbe. Also, das Zitronengelb, was ich jetzt hier habe, das ist natürlich ein bisschen zu krass Zitronengelb. Das heißt, ich muss hier Titanweiß einbauen. Relativ hell muss das werden. So. Und wenn ich nicht ganz sicher bin, dann kann ich es hier nochmal vergleichen, obwohl man das jetzt hier ein bisschen schlecht sieht, ja, aber das ist annäherungsweise. So, dann gehen wir her und legen hier mal das Zitronengelb so drauf. Immer relativ flach halten den Pinsel, weil ich dann keine Farbe vom noch immer feuchten Untergrund wegnehme. Und wenn das jetzt so ein bisschen changiert mit dem Untergrund, dann ist das gar nicht schlecht, weil das Gold ja auch immer ein bisschen nicht so ganz, ich habe nicht so viel Goldbarren zu Hause, aber ich kann es mir vorstellen, dass es nicht so ganz so glatt ist, sondern dass es ein bisschen Oberflächenstruktur hat. Ja? Gut, dann lassen wir das mal so. Jetzt schauen wir, wo gibt es noch so einen hellen Punkt. Der ist hier. Ja? Also malen wir den hier auch gleich mal rein. Also hier so. Wenn das was nicht passt, dann kann ich es ja übermalen. Dann so. Im Prinzip schon mal fertig. Ich kann noch, so ähnlich ist es hier noch an der Stelle. Das könnte ich jetzt auch noch malen gleich mal. Dann gehe ich einfach her und male mir hier so einen Strich rein oder so einen Farbstrich, genau. So, jetzt kommt meinetwegen die dunkle Umrandung, die dunkelgrüne. Also, diese dunkelgrüne Umrandung, die sieht mir aus wie eine Mischung zwischen irgendwie einem Grün und einem Braun. Und das mache ich dann jetzt auch.